VHS-Fest mit den Lübecker Kolleginnen und habe gehört, es ist eine ganz neue Kollegin auch mit dabei, die seit April in Lübeck ist. Wie ist es denn da so? Wunderschön. Also ich bin schon länger an der Volkshochschule in Lübeck tätig als Kursleiterin für Französisch, aber eher seit April für die Fremdsprachen zuständig. Das hört man ein bisschen, dass du für Fremdsprachen zuständig bist. Sehr charmant finde ich das. Sag noch mal was. Es färbt schon auf meine Assistenz. Unsere Assistentin spricht jetzt schon Deutsch mit französischem Akzent. Das ist der VHS-Kurs Deutsch mit französischem Akzent. Ja, genau. Yes, das hat man davon, wenn man als französische Kursleiterin weitermacht und immer jeden Tag weiter Französisch spricht. Was habt ihr heute vom Tag mitgenommen? So? Also Digitalisierung ist wichtig. Aber Bildung für alle ist für mich das Thema. So, und Digitalisierung kann dazu helfen. Es ist für mich im Moment aber trotzdem etwas nachrangig, weil das Thema Integration einfach vorrangig ist. Und das hatte vorhin auch eine Rolle gespielt. Und mir hat ganz besonders gefallen, dass gefordert wurde und deutlich gesagt wurde, dass die Arbeit, die wir hier machen, mit den Menschen, die zu uns kommen, dass wir da gar nichts falsch machen können, dass wir nichts Besseres tun können, als die Sprache fördern, die Integration fördern, ganz egal, ob die Menschen bleiben oder nicht. Wenn sie hier bleiben, sind sie schnellstmöglich integriert. Wenn sie gehen, haben sie die besten Möglichkeiten, Entwicklungshilfe vor Ort zu leisten. Und Digitalisierung kann da auch ein bisschen mithelfen, ja. Und heute Abend hier auf dem Fest, was habt ihr hier vor? Also ich finde es toll, dass es verschiedene Tanzmöglichkeiten gibt und es ist, glaube ich, einfach ganz bunt hier und mit vielen unterschiedlichen Kollegen und Nuancen und Richtungen. Sehr schön. Es ist total wahnsinnig, wie viele unterschiedliche Menschen hier gerade sind, oder? Dass die alle von Volkshochschule sind, das konnte ich gerade irgendwie gar nicht glauben. Es ist so sehr vielfältig, ja. Ja, finde ich auch. Ne? Ja. Okay. Das macht den Reiz auch aus und man ist schnell im Kontakt und tauscht sich aus und nimmt Ideen mit. Okay, ich möchte jetzt noch eine kleine Stunde im französischen Akzent haben und dann sprechen wir uns wieder. Müssen Sie mir mal einen Satz sagen, der besonders schwer ist für mich dann auszusprechen? Ich finde das.